Also, man beleidigt mich hier, obwohl man mich gar nicht kennt. Ich wäre ja ein Fascho-Streamer, was auch immer das sein soll. Also ein Paradebeispiel von Meinungsunterdrückung hier. Hier wird also versucht, Zensur zu betreiben. Ja. Wollen wir weitergehen? Ja, wäre eine gute Idee, wenn ihr weitergeht. So, da ist der junge Mann wieder hier, der mich jetzt hier gleich angehen wird. So, halte mal 5 Meter Abstand bitte. Wieso? Ja, weil du meine Pressearbeit behinderst. Nein, tue ich nicht. Ja, vielen Dank. Du zitterst, du musst nicht aufgeregt sein, ich tue dir nichts, du tust mir nichts, alles wird ja? Ganz... Ja, du zitterst, ja. Ja, ja. Verstehe dich. Ja, ich sehe das schon. Aha. Ist das so? Ja, das musst du nicht. Ja, du musst auf mich keinen Hass haben, weil ich nichts gegen dich habe. Ich habe auch nichts gegen die Menschen hier. Weil mir geht es nämlich darum, dass man vielleicht miteinander redet. Ist das so? Ja? Und ja, also damit ist der Beweis angetreten, dass wir die Faschisten genau vor uns haben. Weil, ja, ja, Meinungsunterdrückung, was hier stattfindet, ist Meinungsunterdrückung. Sie haben mich als Faschist beleidigt? Nein, habe ich nicht. Sie. Natürlich, nein, natürlich. Hab Sie haben gesagt, das ist der Beweis, dass hier nur Faschisten vor mir stehen. Ich stehe vor Ihnen. Ja. Hast du uns jetzt als Faschisten beleidigt? Ja, Leute, haltet ein bisschen Abstand. So, also es geht los. Also, man beleidigt mich hier, obwohl man mich gar nicht kennt. Ich wäre ja ein Fascho-Streamer, was auch immer das sein soll. Die ersten Bengalos oder was hier ist, werden gezündet. So, die ersten Böller fliegen. So, Preise senken, Löhne heben, Nazis von der Straße fegen. Na gut. Okay, also rechte Hetze ist nicht erlaubt, dafür linke? Oder wie verstehe ich das? Das hat so ein bisschen was vom Fußballfans, oder? Das rufen jetzt überwiegend junge Männer. Die rufen kein Patriarchat. Definitiv Bildungsnotstand, ja. Ein absoluter Notstand, ein großes Defizit an geschichtlicher Bildung, ein großer Defizit an menschlicher Bildung, an sozialer Kompetenz. Da ist wirklich einiges falsch gelaufen, was sehr, sehr traurig ist. Und warum BRD-Imperialismus? Warum spricht man da nicht den amerikanischen Imperialismus an? Also ein Paradebeispiel von Meinungsunterdrückung hier. Hier wird also versucht, Zensur zu betreiben. Ja. Leute, wollen wir weitergehen? Ja, wäre eine gute Idee, wenn ihr weitergeht.
Okay, der nächste Böller. Das sind also Demokraten. Keine Ahnung, was es sind. Aber so wie wir das kennen, werden wir wahrscheinlich auf dieser Demo keine Bilder erleben. Es wird die Polizei nicht unterbinden. Und den Teil dieser Versammlung, der hinten offenkundig gewaltbereit ist und auch Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz verübt, die werden wahrscheinlich nicht separiert. Man versucht hier wahrscheinlich wieder auf Deeskalation zu setzen. So, da ist der junge Mann wieder hier, der mich jetzt hier gleich angehen wird. So, halte mal 5 Meter Abstand bitte. So. Ja, weil du meine Pressearbeit behinderst. Inzwischen. Ja, vielen Dank. Du zitterst, du musst nicht aufgeregt sein, ich tue dir nichts, du tust mir nichts, alles wird ja? Ganz... Ja, du zitterst, ja. Ja, ja. Verstehe dich. Ja, ich sehe das schon. Aha. Ist das so? Ja, das musst du nicht. Ja, du musst auf mich keinen Hass haben, weil ich nichts gegen dich habe. Ich habe auch nichts gegen die Menschen hier. Weil mir geht es nämlich darum, dass man vielleicht miteinander redet. Ist das so, ja? Und ja, ich fand zum Beispiel vorhin ganz gut, als man... Ganz schön demokratisch, dass du hier von der Veranstaltung ausgeschlossen bist. Mach mal einen Abflug, du kannst von da hinten... Pass auf, und ich habe letztendlich sogar gesagt, als ihr vorhin gesagt habt, gegen die Banken, gegen die Konzerne. Das finde ich zum Beispiel super gut. Und ist mir scheißegal, was du gut findest oder nicht. Ja. Du sollst einen Abflug machen. So, jetzt geh mal bitte. Entferne dich bitte von mir. Entferne dich bitte von mir. Pass mich nicht an! Also hier haben sich die Omas und Opas wahrscheinlich. Ist das nicht auch schon ein bisschen diskriminierend, wenn man nur sagt Omas gegen rechts? Sollte man nicht vielleicht sagen Großeltern gegen rechts? Mal eine Frage. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so anspreche. Ich frage mich immer, sollte das nicht heißen Großeltern gegen rechts? Wegen der Opa? Ja. Oder? Also es ist aber als Omas gegen rechts einfach so entstanden schon ja. Vor ein paar Jahren. Ja, vor Corona schon, glaube ich, und, noch, ne? Ja, genau, ja. Ja, weit vor Corona. Ja. Und es gibt so einen allgemeinen gültigen Statut und da ist nochmal definiert, was Omas letztendlich bedeutet und das ja. Alle. Weil eigentlich ist ja eine Diskriminierung von uns Männern. Genau, das ist richtig. Das ist auch nochmal beschrieben, ja. Dass es sozusagen nicht nur, also auch nicht nur Omas sein ja. Müssen, es können auch 18-jährige Menschen sein. Die okay. Sich mit den Inhalten definieren. Puh, schwierig, ne? Ja. Ja. Ich finde ja, gegen Faschismus sollten wir alle auf die Straße gehen, definitiv. Bin ich voll bei Ihnen. Wir sollten aber gucken, wann fängt Faschismus an? Ne? Wann ist der erste Schritt getan, indem ich nämlich andere Meinungen... Ausgrenze. Ne? Das heißt, wenn ich auch, so wie wir es ja ein bisschen erleben in der Demokratie, Meinungen, die nicht meine eigene sind, ganz schwer aushalten kann. Ne, das ist so ein bisschen schwierig. Gucken, aber ja, sobald genau. Ich irgendwo eine Gruppe bilde, ja. Ich aus. Sonst wäre ich keine Gruppe. Ja, natürlich, klar, da bin ich bei Ihnen. Ne? Aber das geht nicht an. Für mich ist auf jeden Fall, wenn es darum geht, Menschen verachten oder wirklich menschenfeindlich oder rassistische Dinge, das können wir vergessen. Da finden wir auf jeden Fall eine Meinung. Wo ich aber ein bisschen schwierig finde, wenn man zu sehr in der Politik mit Restriktionen und mit Verboten agiert. Ne? Da bin ich so ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Das ist viel. Aber gut, ich will da nicht zu sehr jetzt politisieren, aber vielen Dank. Dann Großeltern gegen rechts. Weiter geht's. Vielen Dank. Warum hetzt du eigentlich die Leute gegen mich auf? Ja, verpiss dich einfach. Hä? Jungs, bleibt ruhig. Nee, natürlich, aber ich frage ihn, weil er die ganzen Leute aufhetzt und sagt, ich bin hier Nazi und sonst irgendwas. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also Thorsten, wir treiben das Spiel dann auf den Berliner Demos mit dir auch so, okay? Ja, ich weiß zwar nicht, was ein Querdenker ist. Ich bin ein Selbstdenker, aber gut. Also hier steht auf dem Plakat, wer AfD wählt, wählt Nazis. Das ist natürlich schon wirklich eine krasse Aussage. Das ist genau diese Verallgemeinerung, die ich so ablehne. Jetzt kommen die auf mich zu. Das heißt, ich werde jetzt noch mal zur Polizei marschieren. So, man rempelt mich hier ein bisschen an. Und so, also man traut sich jetzt nicht, weil die Polizei natürlich auf mich aufpasst. Die haben mich natürlich auf dem Schirm. Und die jungen Männer, die wir von vorhin schon kannten, sind der Meinung, sie müssten die breite Schulter tragen.
Und von daher. So. Du sollst auf dich aufpassen. Den dürfen Sie nicht sehen. Die Polizei darf den sehen. Die hat den schon. Ich nehme mit. Ja. So, gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Gehen Sie bitte weiter. So. Also. Wie alle rechten YouTuber, weißt du, Demokratie ablehnen. Geh du mal weiter. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier, wir beide. Du ja. bist hier nämlich nicht willkommen. Nee, das ist, können Sie leider nicht machen. Ich bin akkreditierter Presse. Ja, aber mitten aus der Demo. Du kannst außen rumlaufen. Ich, aber jetzt, die ganze, ich stand aber die ganze Zeit völlig außen rum. Ich kann auch hinten und ich werde... Aber ich lasse ja extra schon die Leute hinter, vorbeilaufen. Du kannst dich ja hinterher über mich beschweren. Nein, das wäre doch schade. Weil aber Sie wollen keine Strafanzeige kriegen wegen Behinderung der Presse und ich habe da keine Lust. Ich behindere dich ja nicht, sondern ich stehe hier und es ist ja mein Recht zu stehen, wo ich will. Ne? Ja, und mein Recht, diese Demonstration in Wort und Bild aufzunehmen. Gut, aber dann darf ich auch vor dir stehen. Das ist halt mein das dürfen Sie in einem Abstand von 5 Meter, wenn Sie meine Pressearbeit nicht behindern. Du musst 5 Meter von mir Nein, Abstand halten. Sie halten ihn ja nicht. Sie ich halten bin hier. Die Demo. Sehen Sie, das ich gehe weg. Du musst, ja? Genau. Seid mal 5 Meter von mir entfernt. Gern Sie doch. Ja? Ja, also das ist die Form von Faschismus, die wir hier sehen, weil es wird versucht, Meinung zu unterdrücken. Und man geht hier auf die Straße, um gegen den Faschismus zu demonstrieren, aber verhält sich tief faschistisch selber. Also das muss man sich mal geben, das finde ich total spannend. Das ist das Gesicht des Faschismus. Also das ist wirklich, wirklich spannend, das zu sehen, wie Menschen mit welchen... Ja, wie soll ich sagen, mit welchem Demokratieverständnis diese Menschen für sich in Anspruch nehmen, eine Demonstration zu machen. Aber Menschen, die hier eine ganz normale Berichterstattung machen, die werden ausgegrenzt oder versucht. Da musst du selber lachen, oder? Ja, ich habe... Normale Ja, normal ist es natürlich auch meine Meinung, die mit einfließt, selbstverständlich. Weil ich bin ja auch gegen Faschismus. Ja, dann könntest du uns ja in Ruhe lassen. Ja, genau. Aber da haben wir es doch. Sie wollen mich im Grunde ausgrenzen, weil, ja, weswegen eigentlich? Weil ich hier filme? Weil ich Pressearbeit mache? Weil du verfassungsfeindliche Ansichten hast. Oh, ich habe jetzt habt ihr gehört? Ich habe verfassungsfeindliche Ansichten. Also das ist spannend. Die Verfassung sieht die Pressefreiheit vor. Und diese Dame sagt zu mir, ich hätte verfassungsfeindliche Ansichten, gleichwohl sie mich in meiner Pressearbeit behindert. Ich behindere dich nicht, du kannst... Großartig. Großartig. Was darf Satire? Was darf Satire, ihr Lieben? Fantastisch. Ja, du machst selber Satire, aber gut. Wie gesagt, 5 Meter. Ich möchte da jetzt durch. Ich möchte da durch. Ja? Verpiss dich. Verpiss dich! Ja, das genießt du doch, ne? Ich genieße das. Natürlich. Das sind Polizisten, keine Bullen. Ja. Du wolltest weg. So, also alles wieder im Lot. Wir sind wieder bei der Spezialeinheit, die leider das Vermummungsverbot nicht durchsetzt. Aber naja, wir wollen mal nicht so sein. So ein paar kleine Verstöße sind ja nicht so schlimm. So, hier sind wir bei der Endkundgebung angekommen. Also hier wird die Polizei mal wieder beleidigt, aber nun gut, alles schick. Es kommt wieder ein etwas größerer, gewachsener junger Mann auf mich zu. Nicht anfassen, nicht anfassen, bitte nicht anfassen, immer gefährlich. Anfassen ist immer ganz riskant. Ja, selber, eigene Nase anfassen, dann passt das gut. Machen Sie das nicht, gehen Sie weg. Ey, gehen Sie weg, fassen Sie das nicht an. Nein, Sie haben das angefasst, gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Einfach gehen Sie weg. Gehen Sie weg.
Ich bin von der Presse, gehen Sie weg. Ich muss Ihnen nichts zeigen. Sie zeigen mir Ihren Presseausweis. Ich muss Ihnen nichts zeigen. Sie machen bitte keine Detailaufnahmen, sonst mache ich nämlich die von Ihnen auch, so wie Sie das gehört. Also gehen Sie einfach weg. Gehen Sie weg. Gehen Sie einfach weg. So, also so sieht es aus, wenn sogenannte Antifaschisten eine Demonstration machen. Ja, da sieht man, wo der echte Antifaschist ist. Dankeschön. Man macht hier Fotos. Oder nichts? Ich kann. Ich darf. So, die Ordnerin passt auf mich auf, das finde ich gut. Aber er hat auf der Versammlungsfläche nichts zu suchen. Das könnt, natürlich habe ich was zu suchen. Ich darf das. Sehen wir uns nochmal. Oh, wollen Sie mir drohen? Nö. Gut. Sie müssen gar nichts sehen. Sie können. Sie, nicht Ihnen gegenüber, bei der Polizei. Also hier ist alt und jung. Also alt und jung. Freut dich doch über die gute Betreuung. Ja, also ich werde hier, schaut mal, ich werde hier von mehreren Menschen begleitet. Ja. Und von daher. Weil du sonst immer so einsam und traurig bist, denkst du, du musst ein bisschen liebe Betreuung von uns bekommen. Nee, ich bin da nicht einsam und traurig. Aber so ein bisschen Hass im Herzen hast du schon, oder? Gegen wen? Gegen euch? Also gegen alle möglichen Menschen, vor allem, ja, ich glaube, warum sollte mich, ich denn gegen Menschen? Nein, also ich bin libertär, warum sollte ich Hass gegen Menschen haben? Gehen Sie mal dahinter, die, ja? Das können Sie mir gar nicht sagen. Ich kann da jetzt auch auf die Versammlung gehen. Nee, wir wollen ja. Das können Sie aber nicht verhindern. Wir haben ja gesagt, 5 Meter Abstand. Wir haben ja gesagt, 5 Meter Abstand. Da haben wir ja drüber geredet. 5 Meter Abstand mit der Versammlung. Könnt ihr mal ein bisschen unterstützen? Können Sie das mal klären hier? Ich gehe einfach. Könnte etwas Unterstützung geben. Können Sie das mal klären mit dem Typen? Der filmt hier die Leute ab. Also behauptet er sein Presse oder kein Presseausweis. Ja. Halten Sie einfach Abstand von mir, gehen Sie 5 Meter weg. Gehen Sie einfach weg. Außerdem weißt du, wie das mit dem Hoodie ist. Ja, so, ich halte Abstand, also bleiben Sie doch weg. Ich gehe doch schon 5 Meter weg, also gehen Sie doch einfach weg. Keine 5 Meter. Ja? Nee, Sie kommen ja immer näher. Ja, so ist das Leben. Nee, so ist Wenn das Leute Leben sich nicht. Wenn Leute bewegen, muss man auch sich bewegen. Okay, also damit ist der Beweis angetreten, dass wir die Faschisten genau vor uns haben. Weil, ja, Meinungsunterdrückung, was hier stattfindet, ist Meinungsunterdrückung. Sie haben mich als Faschisten beleidigt? Nein, habe ich nicht. Sie. Natürlich, nein, natürlich. Hab Sie haben gesagt, das ist der Beweis, dass hier nur Faschisten vor mir stehen. Ich stehe vor Ihnen. Hast du uns jetzt als Faschisten? Ja, Leute, haltet ein bisschen Abstand. Hast du das? Wollen Sie das? Hast du das? Gehen Sie weg. Er hat gesagt, wir sind Faschisten. Ich du möchte jetzt trotzdem ein bisschen Abstand. Ich auch. Können Sie gerne machen. Mach mal auf. Nimm das auf. Also ich fühle mich definitiv angegriffen damit. Und das ist okay. Wie gesagt, Sie rennen mir doch in die Kamera rein. Was soll ich denn hier machen? Wir sind hier auf keiner Versammlung. Ich möchte nicht aufgenommen werden. Ja, dann gehen Sie doch weg. Und ich möchte, dass eine Anzeige gegen Sie aufgestellt wird. Ja, ja. So. Okay. Also die Aggressionen sind hier wieder mal ein bisschen höher. junger Mann, junge Frau, ich weiß nicht, ich will nicht falsch gendern, bitte gehen Sie mal weg und behindern meine Pressearbeit nicht. Keine Ahnung, was Sie sich davon versprechen. Ich bin doch schon, also machen wir das Spielchen. Wir gehen jetzt bitte nach links, von Ihnen rechts. Okay, jetzt wieder zurück. Genau, sehr gut. Sie machen das hervorragend. Und jetzt wieder zurück. Sehr gut, zurück. Etwas schneller, ich bin schneller, kommen Sie. Gut, und wieder zurück. 1, 2, 3, etwas schneller. Sehr gut. Jetzt ein bisschen, ich bin nach unten, genau. Jetzt nach oben. Sie machen das hervorragend. Super. Keine Ahnung, was das jetzt hier werden soll. Wie bitte? Würden Sie den Mund erstmal leeren, bevor Sie mit mir reden, weil Sie sind ganz schlecht zu verstehen, wenn Sie mit vollem Mund sprechen. Einfach kurz runterschlucken und dann stellen Sie die Frage nochmal, die ich dann gerne auch beantworte. Das ist, hat nichts mit besser oder schlechter zu tun. Ich finde das hier ganz gut und ich würde das gerne dokumentieren. Weil ich bin auch gegen Nazis und ich bin auch gegen Faschisten. Also von daher. Ja, das glauben wir. Wieso? Sie kennen mich doch gar nicht.
Also jetzt an den jungen Mann neben ihm gerichtet. Sie kennen mich? Wir können ja mal einen Kaffee zusammen trinken und dann können wir uns wirklich kennenlernen. Ach so, okay. Ja gut, also man ist hier doch dann leicht beeinflussbar. Also was Dritte zutragen, das wird dann als wir kennen dich genug gesammelt. So, also jetzt nochmal tschüss. Ne? Den hier oder den hier, wie ihr wollt. Alles gut. Ich bin für jede Kritik offen, solange sie sachlich auf Augenhöhe ist. Und in dem Sinne sage ich bis nächstes Wochenende am Samstag. Schauen wir mal, was Berlin macht.